Ist das wirklich so, dass man an der EZHER ohne Abi studieren kann? Einige haben es mir nicht geglaubt. Und hier, inshallah, die Beweise. Und zwar hier könnt ihr sehen, EZHER, die Seite von EZHER. Natürlich, wie gesagt, EZHER hat Schulen und die Universität. Und wir reden hier gerade über die Schulen. Das bedeutet, wir können ohne Abi an der EZHER-Schule lernen. Von dort kriegen wir dann den Abi. Und mit diesem Abi können wir dann bei der EZHER-Universität studieren. Und das finden wir bei Nummer 5. Und zwar, natürlich werde ich das gleich übersetzen. Wenn er unter 30 ist, natürlich, wenn er 30 ist, ist er dann mit den anderen erwachsenen Leuten. Das ist auch kein Problem. Da können wir auch später, inshallah, reden. Fayatim iltihaquhu bis-saff al-awwal al-i'dadi. Was heißt das jetzt? Hier. Ich war ein bisschen schnell, deswegen habe ich ein bisschen ein paar Fehler gemacht, falls mich einige korrigieren werden. Und zwar ein ausländischer Student, der die arabische Sprache spricht, wenn er keine akademischen Zeugnisse hat und weniger als 30 Jahre alt ist, wird in die erste vorbereitende, also das heißt die erste Mittelschule, also die siebte Klasse, zweite vorbereitende, achte Klasse, dritte vorbereitende, neunte Klasse, erste Sekundarstufe, zehnte Klasse, zweite Sekundarstufe, elfte Klasse oder dritte Sekundarklasse, also die zwölfte Klasse, eingeschrieben. Je nachdem, auf der Grundlage einer Prüfung zur Bestimmung seines akademischen Niveaus. Das bedeutet, und das ist meistens im Oktober, deswegen seid erstmal so August, September hier, meldet euch an und seid bereit für die Prüfung. Und je nach der Prüfung kommt ihr dann in diese Klassen rein. Ganz davor gibt es auch noch die Dirasat al-Khassa. Das habe ich in einem anderen Video erzählt. Da lernt man erstmal die so ersten einfachen Sachen. Ist nicht so ein schöner Ort, also mit schöner Ort meine ich, man sollte versuchen, schon vorher, also bevor man in Ezra reingeht, zu studieren und dann nachher direkt eine von diesen Klassen reinzugehen. Wenn man in der achten Klasse ist, kann man in der achten oder nachdem man seine Prüfung gemacht hat, nach einer Woche ungefähr, die neunte Klasse, also die Prüfung von der neunten Klasse, auch machen. Also 2 Jahre in einem. Genauso das Gleiche mit der elften Klasse. Hat man die Prüfung von der 11. Klasse fertig und man hat bestanden, kann man die 12. Klasse dann auch, also in die Prüfung reingehen, sodass man dann direkt 2 Jahre in einem Jahr gemacht hat und dann nachher direkt an der Universität studieren kann. Falls das immer noch nicht ausreicht, habe ich hier noch eine Seite gefunden, und zwar die Papiere, wenn man in Ägypten ist, angekommen ist, was man alles braucht. Die Papiere, die erforderlich sind, um sich innerhalb Ägyptens für Studenten zu bewerben, die auf eigene Kosten bei Al-Azhar Al-Sharif studieren möchten. Eine gültige Wohnsitzkopie, das braucht man ehrlich gesagt nicht. Auch wenn man das braucht, auch wenn sie das bitten, also ich kenne niemanden, der das gebittet hat, auch wenn man das bittet, kann man selbst eins schreiben. Das ist hier ganz einfach. Ich selbst, damit ich mein Internet, mein Modem bekomme, habe ich meinen Mietvertrag selbst geschrieben. Eine gültige Passkopie, also vom Pass eben eine Kopie, die Genehmigung der Botschaft. Hier müsst ihr aufpassen. In der Zeit so von Oktober, weil sich die Studenten anmelden möchten, macht man öfters so eine Regel, eine Ausnahmeregel mit Europäern. Das passiert eigentlich fast jedes Jahr. Die Botschaft selbst hat in ihrer Seite geschrieben, dass man das nicht braucht. Das bedeutet, wenn man dort steht, und die sagen dann, gib mal den Beleg, dass die Botschaft das akzeptiert. Sagst du ihm einfach hart sein. Und sag ihm einfach, die Botschaft erlaubt mir das. Und zeig ihm die Seite. Du kannst das per Google Translator übersetzen und zeigst ihm. Und inshallah machen die keine Probleme. Ein bisschen hart sein. Wirklich, hier in Ägypten muss man hart sein. Das muss man lernen. An der Al-Azhar al-Sharif zu studieren. So, Kopien der akademischen Zeugnisse, falls vorhanden, die vom ägyptischen Außenministerium beglaubigt wurden.
Eine Kopie des elektronischen Registrierungsformulars. Das habe ich euch im ersten oder im zweiten Video, glaube ich, in der Beschreibung geschrieben, geschickt oder gelassen. Das müsst ihr ausfüllen. Den Code von euch müsst ihr nicht verlieren und einen Screenshot machen. Meldet euch einfach an, geht am nächsten Tag dorthin und sagt, ich habe mich registriert, hier mein Screenshot, also als Papier, als eine Kopie. Und dann könnt ihr schnell machen. Einige haben gewartet, 30 Tage oder so, und deren Zeit ist einfach weggegangen. Deswegen macht das einfach nur schnell. Oder der Registrierungsnummer auf der Website. So, das sind eben die Sachen, die Beweise, dass man an der Azhar ohne Abi, ohne Zeugnisse studieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.